Ich bin Pepe Nietnagel, Schüler des hiesigen Gymnasiums. Ich will ja nichts als die reine Wahrheit berichten. Aber es muss endlich einmal einer hinter die Kulissen leuchten, damit die Menschheit erfährt, wie es in Wirklichkeit zugeht und was die Pauker für Figuren sind. Welcher Idiot ist denn auf die blödsinnige Idee dieser Veranstaltung gekommen? Sie, Herr Direktor. Was? Auf geht's. Gestatten, Herr Professor? Sehr freundlich, herzlichen Dank. Sehr zuvorkommend, Dankeschön. Bitte, ja, sehr. Also, ich demonstriere Ihnen als erstes die Spinne. Diese Übung stärkt nicht nur den Bizeps und festigt das Rückgrat, sondern entspannt auch in idealer Weise die Bauchdecke, trainiert das Zwerchfell und schult das Gleichgewichtsvermögen. Hallo! Was ist denn los? Auf Wiedersehen, Herr Professor. Kommen Sie sofort zurück. Ich befehle Ihnen, sofort zurückzukommen. Ausziehen ist einfach. Oder benehm dich. So, jetzt machen wir die Vorhänge zu, damit die Damen besser wirken. Sodom und Gomorra! Los, verdunkeln! Verdunkeln, schnell, verdunkeln! Und jetzt ganz los, wollte ich still hinsetzen. Oh, dass ich beinahe von spitzen Pfeilen getroffen wurde, mag er noch nicht. Aber Ihr Porträt, von frecher Hand an die Tafel geschmiert, das geht zu weit. So, bitte. Was ist denn? Was ist denn? Das ist der Geist mit der Hilfe. Nein, der Oberstudio. Los, 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 alles auf die Plätze. Sie sollen auf Ihre Plätze gehen. Mietnagel, verstehen Sie kein Deutsch? Sie sollen sich setzen. Der Knirps könnte aber auch pünktlich sein, wenn wir schon eine Klassenarbeit schreiben. Das geht doch alles von unserer Zeit ab. Vielleicht hat er verpennt. Ich habe nicht verpennt. Ja, das könnte sein. Oder er ist gar krank. Der liebe Professor Knörz, krank, das täte mir leid. Sehen Sie mich an, ich bin nicht krank, ich bin hier. Wie oft soll ich dir noch sagen, Pepe, du sollst mich nicht immer anfassen. Dann eben nicht, du rühr mich nicht an. Wer? Aber einen Kuss kriegst du trotzdem, mein Schätzchen. Pfui, Pepe, du bist schlecht rasiert. Lydia, treten Sie heran, schubsen Sie mich. Gerne. Achtung! Nein, und noch etwas kräftiger, wenn ich bitten darf. Ja, so ist es recht. Oh, oh. Ah. Thank you.
mal M ist gleich Masse der einzelnen Molekel. So bedeutet die Bedingung gleicher Druck und gleiches Volumen für verschiedene Gase. V1 2 Drittel ist gleich N 2 M 2 V 2 2 Drittel. Ist jemand anderer Meinung? Wo kommt der Affe her? Wer hat das gemacht? Ich verlange, dass der hier sofort meldet, diesen Affe hier reingebracht hat. Na, wird's weit? Was ist das? Oh, Entschuldigung, ich suche den Affen vom Herrn Oberstudiendirektor. Vom Chef? Da, da ist er ja. Da, na warte. Ich krieg ihn. Bitte können Sie mir erklären, warum Sie dauernd an die Decke schauen? Eine Spinne. Ach, ich sehe nichts. Jetzt lässt sie sich gerade herunter. Lässt sie schon runter. Ach, Graf, holen Sie einen Besen, damit wir das liebe kleine Tierchen befreien können. Ja, ja, sofort, verdammt. Aber kehren wir nun zu unserem Thema. Ich möchte ein Zitat von Charles Darwin einführen. Es stammt aus einem momentanen Werk, die Entstehung der Art. Ich zitiere das. Die Vielfalt der Werke und Tierreiche dient letzten Endes nicht nur der Art, sondern auch der Entwicklung der Art. Ich möchte Ihnen jetzt dazu einige besonders prägnante Beispiele geben, über die wir gar... Wo hast denn die her? Von meiner Alten, die hat 7 Stück. Wenn mir einer der Herren zu nahe kommt, verklage ich ihn wegen Verführung Minderjähriger. So, haut euch hin. Licht aus. Das ist der Dank. Sie. Das ist unerhört, ist das. Wie kommen Sie in den Schlafraum für Männer? Durch die Tür. Sodom und Gomorra. Warum? Mietnagel, was haben Sie auf dem Kopf? Haare, weil es mich nachts am Kopf immer so friert. Wer kann mir sagen, wann der Augsburger Religionsfriede geschlossen wurde? Mietnagel, ich staune. Also wann? 1555. Die Antwort war richtig. Nehmen Sie sich doch ein bisschen zusammen. Warum? Mietnagel, das ist eine Rücksichtslosigkeit. Wenn Sie sich schon nicht zusammenreißen können, dann machen Sie es wenigstens leise. Was soll er leise machen, Herr Doktor? Wenn schon so etwas erörtert werden muss, das unanständige Geräusch war laut genug. Ja, nicht. Dass hier ein unanständiges Geräusch war, halte ich für ein Latrinengerücht. Was ich gehört habe, habe ich gehört. Jetzt haben wir das Geräusch auch gehört, Herr Doktor.